Die coolsten Selfies unserer WM-Helden von ihrem Ehrentag in Berlin, den schlimmsten Promi-Babynamen ever und die heißesten Top-Models des Landes oben ohne. Alles das habe ich jetzt in der Bildbox. Ich bin Laura, hallo. Das war schon auch nochmal für Helden ein ganz besonderer Tag gestern. Erst bekamen die Jungs die silberne Lorbeere verliehen und dann ging es zur Premiere vom Film über sie selbst und die WM in Brasilien. Und schon auf dem Weg nach Berlin sah man anhand der Selfies, da waren die Burschis alle nochmal schön beim Friseur frisch geschniegelt und gestriegelt. Schließlich wartete unter anderem ja auch ihre alte bekannte Tante Angie auf sie. Mein Lieblingstweet zu der ganzen Veranstaltung kam übrigens von meinem Kollegen Christian Mutter, der sich gefragt hatte, ob der Teamfriseur hier eigentlich mit einer Schablone gearbeitet hat. Naja, ein paar der Jungs durften sich die Haare weiterhin frech zur Seite oder nach oben kämmen. Und damit das alles nicht so ganz nach Knabenchor aussieht, schmückten sich die Jungs auf dem roten Teppich mit ihren Freundinnen und Frauen, also denen, die noch da sind. Selbst die Nicht-DSDS-Gucker kennen ihn noch, weil der so schön assi und pollig war, dass man gar nicht an dem vorbeikam. Menowin Fröhlich. Mit der schönen Nachricht zur Geburt seines 4. Kindes, kann man ja mal machen mit 27, rutschte er plötzlich wieder in unser Bewusstsein. Und ganz ehrlich, das Foto allein hätte ich euch nicht unbedingt gezeigt, aber weil das Kind so heißt, wie es heißt, muss ich euch davon erzählen. So, und jetzt schön aufpassen und ihn euch auf der Zunge zergehen lassen. Vioness Lionel. Vioness Lionel Fröhlich. Der Knaller, oder? Ich kommentiere das jetzt auch gar nicht weiter, weil das Kind kann ja nichts dafür. Nur kurz der Ursprung des Namens Vioness. Das ist eine Figur in dem Facebook-Spiel Terra Monster. Und auch das werde ich jetzt nicht kommentieren. Zwei unserer schönsten Topmodels haben sich aktuell oben ohne bei Instagram gepostet und das wollte ich euch Mädels natürlich nicht vorenthalten. Nee, es gibt jetzt ausnahmsweise mal keine Möpse, sondern erstmal den sehr, sehr heißen Lars Burmeister, der ja zu den erfolgreichsten Männermodels der Welt gehört, was ich unter anderem bei diesem Snapshot, wie er es nennt, ein bisschen nachvollziehen kann. Und ich es übrigens sehr witzig finde, dass Bill Kaulitz das Foto geliked hat. Ja, kann man ja mal machen unter Freunden. Ja. Und das zweite oben ohne Pick postete Model und Mann von Olivia Palermo, Johannes Hübel. Auch gar nicht so schlecht, finde ich, zumal er hier am Montag mal nicht so geleckt und aus dem Ei gepellt aussieht wie bei seinen obligatorischen Sunday-Postings mit seiner Olivia. Ergo, einfach öfter mal ausziehen, Jungs. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, bis morgen. Und schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr noch so gesehen habt in der Promi-Social-Welt oder was euch interessiert. Ich freue mich auf euer Feedback. Tschüss!